Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über die Modelleisenbahn. Das ist der zweite Teil über den Umbau von meinem Schweineschnäuzchen, ein LGB-Schienenbus. Im ersten Teil habt ihr gesehen, dass ich einen Teil des Schienenbusses zerlegt habe. Unter anderem habe ich das Dach abgenommen, dann habe ich die Innenbeleuchtung und die oberen Spitzenlichter umgebaut. Das waren Glühlampen, die habe ich ersetzt gegen LEDs und habe noch einen Gleichrichter eingebaut. Jetzt mache ich weiter mit dem Fahrwerk. Wenn ihr euch erinnert, im ersten Teil habe ich noch erwähnt, dass dieser Schienenbus sehr alt ist und mal gewartet werden müsste. Dafür muss ich das Fahrwerk zerlegen und als erstes werden die vier Schrauben gelöst, die den mittleren Deckel halten. Wenn ich diese vier Schrauben rausgedreht habe, kann ich den Deckel entfernen und damit lege ich dann eine Platine und den Motor frei. So sieht jetzt der Antrieb aus. Man sieht in der Mitte den Motor, außenrum eine Platine und auf der Platine ist noch so ein kleiner Schalter, mit dem man den Schienenbus stilllegen kann, wenn er in Stellung 0 steht, oder nur die Beleuchtung einschalten oder Beleuchtung und fahren. An den Motorwellen links und rechts sind jeweils über ein Kardangelenk die Getriebe angeflanscht. Und um die Getriebe auseinandernehmen zu können, muss ich zuerst einmal die Räder abschrauben. Die Räder sind jeweils mit einer Schraube befestigt. Im Innern von diesem Gehäuse sind abgesehen von der Achse noch zwei Kohlebürsten für die Stromaufnahme. Die beiden Räder habe ich jetzt abgeschraubt, die lege ich jetzt erstmal auf die Seite. Jetzt drehe ich den Schienenbus rum und auf dieser Seite von dem Getriebe sieht man die beiden Befestigungsschrauben und wenn ich die rausgedreht habe, kann ich das Kästchen öffnen. Die Schrauben habe ich rausgedreht, den Kasten mache ich jetzt auf. Und hier drin sieht man die Achse, die beiden Kohlebürsten, die Anschlusskabel und die Welle, die zum Motor führt. Mittlerweile habe ich das eine Getriebe komplett zerlegt. Ich habe auch die Kohlebürsten ausgelötet. Die Kohlebürsten sind von außen in das Gehäuse reingesteckt und von innen wurde ein Kabel angelötet. Die Kabel habe ich dann auch gleich ersetzt. Die Originalkabel hatten einen Querschnitt von 0,14 mm Quadrat. Die neuen Kabel, die ich verwende, haben einen Querschnitt von 0,25 mm Quadrat. Und ich hoffe, dass durch den größeren Querschnitt die Stromversorgung verbessert wird. Dann werde ich jetzt den Motor und das zweite Getriebe ausbauen. Dafür muss ich die Kabel, die auf der Platine aufgesteckt sind, entfernen und dann kann ich diese ganze Einheit Motor mit Getriebe rausnehmen. Drei Platinen sind jetzt noch übrig, eine große Platine und zwei kleine, die große Platine mit dem Schalter, dort wo auch der Motor aufgesteckt war, und dann zwei kleinere Platinen, dort ist das Spitzen- bzw. Schlusslicht aufgesteckt. Die beiden kleinen Platinen habe ich ausgebaut und habe sie an der dritten Hand befestigt und jetzt werde ich die Anschlusskabel ablöten. Die Anschlusskabel sind entfernt, jetzt werden die Glühlampen ausgebaut und anschließend werden auch die Fassungen und alles, was sonst noch auf der Platine drauf ist, abgelötet. Die beiden Glühlampen, die werde ich ersetzen gegen eine LED und zwar eine Duo-LED. Das ist eine Leuchtdiode, die je nachdem wie man sie anschließt, weiß leuchtet oder rot leuchtet.
So sieht die Platine jetzt aus, es ist nichts mehr drauf. Und dasselbe mache ich jetzt mit der zweiten Platine, die wird jetzt auch komplett abgelötet. Hier habe ich eine der beiden Stirnseiten von meinem Schienenbus und hier sind die beiden unteren Spitzenlichter bzw. Schlusslichter eingebaut. Wenn man hier unten reinschaut, sieht man, wie das Ganze funktioniert. Da ist ein breites Kunststoffteil drin, was das Licht verteilt. Und wenn so eine Glühlampe bzw. LED hier unten reinleuchtet, wird dieses Licht verteilt, sodass die beiden unteren Spitzenlichter bzw. Schlusslichter leuchten. Das kann ich euch mal demonstrieren mit einer Taschenlampe. Wenn ich mit dieser Taschenlampe hier unten reinleuchte, seht ihr die beiden unteren Lichter leuchten. Hier könnt ihr sehen, dass ich auf einer Platine die LED schon eingebaut habe. Für jede LED braucht man einen Vorwiderstand und der Vorwiderstand für diese LED beträgt dann 1,2 Kiloohm. Und das Anschlusskabel, das wird das Originalkabel sein. Hier seht ihr die Platine, wie sie ursprünglich ausgesehen hat. Auf der Platine mit den beiden Glühlampen seht ihr auch zwei Dioden, das sind Sperrdioden. Die sorgen dafür, dass entweder die weiße Glühlampe leuchtet oder die rote. Für meine Duo-LED muss ich allerdings jetzt einen neuen Anschlussplan zeichnen, damit je nachdem in welche Richtung ich fahre, entweder die LED weiß leuchtet oder rot. Außerdem werde ich die beiden LEDs miteinander verbinden, sodass wenn vorne weiß leuchtet, hinten rot leuchtet und umgekehrt. Und dann muss ich noch zwei Dioden einbauen, damit beim Einschalten kein Kurzschluss entsteht. Meinen Anschlussplan seht ihr hier. Dort habe ich genau aufgezeichnet, wo welches Kabel angeschlossen wird und wo die beiden Dioden hinkommen. Das hier ist das Anschlusskabel für die Spitzenbeleuchtung auf der einen Seite und hier habe ich das Kabel von dem Spitzenlicht auf der anderen Seite. Die werden jetzt angeschlossen, so wie ich das auf dem Plan eingezeichnet habe. Und da ich die beiden Kabel für Plus zusammen anschließen muss, kommen dort Dioden zum Einsatz. Hier habe ich eine der beiden Platinen mit dieser Duo-LED drauf. Dort habe ich auch noch einen Vorwiderstand aufgelötet und Kabel angelötet. Dasselbe habe ich dann mit der zweiten Platine gemacht und die werden jetzt in das Gehäuse eingebaut. Da ich die Originalplatinen verwende, passen die perfekt in diese Öffnung. Es werden beide Platinen eingebaut, dann werden die Kabel miteinander verbunden, so wie ich das auf dem Plan aufgezeichnet habe, und anschließend kommt dann eine Abdeckung drüber. So, mittlerweile sind die Platinen eingebaut, die Kabel sind angeschlossen, die Abdeckung habe ich aufgelegt und festgeschraubt, die letzten Schrauben drehe ich jetzt noch rein und danach kann ich das mal testen. Die beiden Kabel hier mit den Krokodilsklemmen von meinem Rollenprüfstand, die sind eigentlich dafür gedacht, dass man die an der Lok an den Schleifer anschließen kann. Und die verbinde ich jetzt hier mit meinem Schienenbus. Die Kabel im Schienenbus, das sind die, die später an die Kohlebürsten angelötet werden. Und je nachdem, in welche Richtung ich den Regler jetzt drehe, leuchtet es auf der einen Seite weiß, auf der anderen Seite rot oder umgekehrt. Das funktioniert wie es soll, dann kann ich jetzt den Aufbau von meinem Schienenbus wieder zusammenbauen, denn ich habe alle Glühlampen gegen LEDs ausgetauscht. Angefangen mit der Innenbeleuchtung, dort habe ich die drei Glühlampen ausgebaut. Habe drei 5 mm Kurzkopf-LEDs eingebaut und dort wurde dann ein Gleichrichter vorgeschaltet, damit es dann egal ist, in welche Richtung der Schienenbus fährt, die Innenbeleuchtung wird dann immer leuchten. Dann habe ich die oberen Spitzenlichter ausgetauscht gegen LEDs und jetzt auch nach unten die beiden Spitzenlichter bzw. Schlusslichter. Hier wurden die beiden Glühlampen gegen eine Duo-LED ausgetauscht.
Hier baue ich gerade die Stirnwände dran. Die werden jeweils mit zwei Schrauben von unten befestigt. Jetzt befestige ich die Gehäuse, in denen der Motor steckt. Hier wird der obere Teil eingehängt und der untere schwarze Teil wird festgeschraubt. Jetzt fehlen noch die Ablageflächen links und rechts vom Motor und diese Teile werden ebenfalls von unten befestigt. Die eine Scheibe ist rausgefallen, die muss ich jetzt wieder reinstecken und anschließend kommt der Dachrahmen drauf. Der Dachrahmen wird mit vier Schrauben von oben befestigt. Der Dachrahmen ist fest, jetzt kommt noch die Abdeckung vom Dach. Diese Abdeckung wird einfach nur aufgesteckt. Den Schienenbus habe ich soweit wieder zusammengebaut, bis auf den Antrieb und ein paar Anbauteile. Jetzt werde ich die LEDs nochmal mit einer 9-Volt-Batterie testen. Wenn ich die 9-Volt-Batterie so anschließe, müsste das Spitzenlicht leuchten. Das macht es auch. Und wenn ich jetzt Plus und Minus vertausche, müssten die Schlusslichter leuchten. Das funktioniert schon mal so, wie es soll. Und jetzt werde ich noch ein paar Anbauteile farbig neu gestalten. Dafür wird das Dach abgeklebt, denn diese Laufstege, die hier oben auf dem Dach aufgeklebt sind, die werde ich jetzt dunkelbraun lackieren. Momentan sind sie schwarz, aber da es Holzbretter darstellen soll, finde ich, ist eine braune Farbe schöner. Die Farbe, die ich hier verwende, das ist eine Modellbaufarbe von Revell, ein mattes Dunkelbraun. Im Hintergrund könnt ihr sehen, dass da noch mehr Teile liegen, wie zum Beispiel die Leitern, mit denen man an der Seite vom Fahrzeug nach oben steigen kann. Das Gitter, was oben aufs Dach gehört, und diese Teile werden silbergrau lackiert. Und die Farbe hierfür ist ebenfalls von Revell. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter pinseln und sag schon mal bis zum nächsten Mal. Ciao und immer schön neugierig bleiben. Im nächsten Teil seht ihr dann, wie ich die Teile fertig lackiert habe und wie der Antrieb gewartet wird, anschließend wie alles zusammengebaut wird und dann die Testfahrt.